Die heutige Strecke führt von den beeindruckenden Dünenformationen Sossusvlei über Sesrem an den Laukluftbergen vorbei, entlang in Richtung Walvis Bay. Ein Pflichtstopp steht natürlich in Solitär an. Hier genießt man den besten Apfelstrudel der Welt nach einem Originalrezept von McGregor. Nach diesem kulinarischen Genuss geht es weiter und bald wird das ausgetrocknete Flussbett des Gaubkennens überquert. Durch diese bizarre Landschaft mit schwarzen Gesteinsformationen führt die Pets auf den Coesep Pass und von dort in die Schlucht des Coesep Canyons. Berühmt geworden durch die Erzählung von Heno Martin, wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste. Dieser Trockenfluss mündet bei Walvis Bay im Meer. Nach Überquerung des Coesep Canyons führt nun der Weg mit einem Sonderpermit für den Nationalpark von der C14 in Richtung Gobabe. In Gobabe befindet sich eine Forschungsstation, die vom österreichischen Entomologen Charles Koch gegründet wurde. Neben den Forschungsaufgaben ist es das Ziel, das öffentliche Umweltbewusstsein und das Wissen über Wüstenökologie zu fördern. Von hier folgen wir dem Coesep-Fluss am Dünengürtel entlang, vorbei an zahlreichen Flamingo-Kolonien in die Bucht von Walvis Bay. Von Walvis Bay fahren wir an der Küste entlang nach Swakopmund, ein beliebtes Küstenstädtchen mit kolonialer Vergangenheit, bevor es weiter in Richtung Spitzkoppe geht. Wir fahren nun in Richtung Damaraland. Schon vom Weiten sehen wir die markanten Formen der Spitzkoppe. Im kleinen Ort Grotspitzkop sieht man Hütten mit Wellblechdächern und Verkaufsstände an den Straßenrändern. Mit ihren 1728 Meter hohen Granitfelsen gehört die Spitzkoppe zur Erongo-Bergregion und gilt als das Matterhorn Namibias. Für Wander- und Klettertouren ist sie ein anspruchsvolles Ziel. Deutlich sichtbar taucht nun die Spitzkoppe auf und wir sind am Tor zur Spitzkoppen-Lodge. Über orangefarbenen Sand fahren wir zur Rezeption, die sich mit Restaurant und Felsenpool unauffällig in die Umgebung der mächtigen Felsblöcke einfügt. Die Zeltchalets sind über eine Holzbrücke erreichbar und liegen eingebettet in dieser wunderschönen Landschaft. Bei untergehender Sonne leuchten diese riesigen Granitblöcke in grandiosen Farben. Es sind archaisch anmutende Felsformationen im Abendlicht. So, wir fahren jetzt rund um die Spitzkoppe auf die Campsite der Spitzkoppe und versuchen diesen schönen Aussichtspunkt zu finden, wo die Sonne angeblich durch dieses Türchen untergehen soll.
Wir verlassen nun das Eronga-Gebiet und unser nächstes Ziel ist das Palmberg-Konzessionsgebiet. Mit einem Permit ist es möglich, mit dem Allradfahrzeug dieses riesige private Gebiet zu erkunden und man lebt eine Halbwüste von unbeschreiblicher Schönheit und Vielfalt. Besonders in Erinnerung bleiben die unzähligen roten Steine und die zahlreichen Euphorbien. Wie mag das wohl alles entstanden sein? Gedanken zur Entstehung und Entwicklung unseres Planeten kreisen im Kopf, während der Landcruiser uns verlässlich über die fast artgerechte Piste führt. Die Palmberg Lodge liegt malerisch am Unyab River, etwas außerhalb des Konzessionsgebietes und ist mit 13 strohgedeckten Chalets, Campingplatz, Restaurant und Tankstelle eine Oase der Erholung. Je weiter es nach Norden geht, desto einsamer und menschenleerer wird es. Aber umso intensiver die Eindrücke, resultierend aus grandioser Weite, Einsamkeit und faszinierendem Zusammenspiel von Farben und Formen. Bilder, die man so schnell nicht vergisst und als Sehnsuchtsmotive immer wieder sichtbar werden. An der C43, der Hauptroute von Palmberg nach Sesfontein, befindet sich etwas abseits die Coaribe-Lodge. Umgeben von Bergen in der Coaribe-Schlucht und am Ufer des Hoanip-Flusses gelegen, bietet die Anlage ein ganz außergewöhnliches Ambiente. Der Empfangsbereich und die Hauptgebäude sind redgedeckt und nach allen Seiten offen. Mitten in der Natur, zwischen den Mobane-Bäumen, sind die Chalets. Bemerkenswert sind die Outdoor-Badezimmer. Und Duschen unter dem Sternenhimmel, das ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art.
Vor der Abfahrt gibt es eine Einführung unseres Guides Uera über den Tagesausflug in das Hornibtal. Sesfontaine, ein Außenposten für das Kaukofeld, Schule, Krankenhaus, Polizeistation und eine Tankstelle. Und dann zweigt die Straße ab und führt uns über eine Piste in das Hornibtal. Die Fahrt führt durch und entlang eines Dockenflussbettes. Ein großartiges Erlebnis für alle 4x4-Fans. Aus den Weinbergen. Hier leben Antilopen, Affen, Giraffen und einige der letzten Wüstenelefanten und Wüstenlöwen. In diesem Tal gibt es für Touristen zwei Lodges und ein Camp. Und künstliche Wasserstellen, die wir in der Hoffnung, Elefanten zu sehen, anfahren. Beeindruckend die Fahrkünste Ueras, der den Cruiser virtuos durch die Landschaft dirigiert. Und nach der Mittagspause, viel Hoffnung hatten wir nicht mehr, Elefanten, Wüstenelefanten. Ein ergreifender Moment, diese urtümlichen Riesen lautlos auftauchen zu sehen. Unbeschreibliche Momente, diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen und zu beobachten. Ein Geschenk, ein sehr kostbares.
Langsam machen wir uns auf den Rückweg. Das letzte Ziel für heute vor Sesfontaine. Diese Festung wurde 1896 von der deutschen Schutztruppe aufgrund der guten Wasserversorgung gegründet. Sieben Quellen. Es fungierte als Sicherungsposten gegen Rinderpest und Waffenschmuggel. Nach dem Wiederaufbau und der Restaurierung dient es heute als privat geführte Lodge den Touristen als Ausgangspunkt für Fahrten in das Kaukofeld und in den Norden Namibias.